Hi, ich bin's Fatih, neben mir ist Johannes und wir schauen jetzt gleich mal ein Video über die letzten 5 Jahre an und lassen das mal ein bisschen Revue passieren. Unsere Mission mit BIG war auf jeden Fall, würde ich sagen, der deutschen Szene, der Dachregion eine Hoffnung zu geben, ein Team zu geben, wofür sie, wo sie hinterstehen können und wo sie auch für anfeuern und wo sie Fan sein können eventuell. Und ich denke, das hat besser funktioniert, als wir es uns erhofft hatten auf jeden Fall. Ich weiß noch, wo wir im ersten Jahr im Urlaub waren, haben wir uns halt so immer vorgestellt, wie wir in BIG in 5 Jahren sehen. Und ich glaube, wir beide hätten nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so weit sind, wie wir es jetzt sind. Und da sind wir besonders den Fans natürlich sehr dankbar, weil ich denke, ohne die wären wir natürlich nicht so weit. Und also wir haben damals auch schon uns immer überlegt, dass wir so eine Facility haben wollen, aber dass das voll schwer ist umzusetzen, ja. Weil wir es so selber bauen wollten. Und jetzt haben wir es halt etwas anders, aber ich würde sagen, viel cooler noch realisiert. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Mission accomplished. Ja, für mich persönlich war es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, so ein Team zu haben, wo wir selber auch die Hoffnung haben, wo die Leute mit uns sich identifizieren können, mit dem Leben, was wir sind und was wir machen. Das haben wir, denke ich, sehr gut hinbekommen. Auf jeden Fall, für mich war es auch immer so ein kleiner Traum, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wie auch viele Leute da draußen zu Hause auch, können sich das vorstellen. Was wir zusammen aufgebaut haben, ist ja wirklich von Herzen auch. Und mit der Leidenschaft, die wir am Tag bringen, ist es natürlich das auch sehr leicht wiederzugeben und wieder zu spiegeln, was wir den Fans natürlich auch zurückgeben können, was die uns geben können. Und hoffentlich natürlich, dass wir das beibehalten können. Und natürlich das, was du angesprochen hast, so was wir aufgebaut haben hier von klein an. Jetzt sind wir hier alle in einem Büro, haben viele coole Leute hinter uns, neben uns und können immer noch tagtäglich das machen, was wir lieben. Und es ist natürlich was sehr, sehr Schönes, ein sehr schönes Privileg. Ich denke, was wir sozusagen oder was uns unique macht und was vielleicht auch eine Anfangsmission war, ist durch unsere Loyalität der Szene gegenüber und auch der Hoffnung, dass wir also an den Glauben an uns selbst, haben wir so eine Verbindung mit den Fans erschaffen, die einfach noch viel stärker ist als vielleicht bei anderen Teams, weil sie das sozusagen irgendwie appreciaten und sozusagen auch wenn wir mal Höhen und Tiefen hatten, total loyal hinter uns standen. Und das gab es, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so, weil damals war die deutsche Szene, würde ich sagen, eher so, wenn es gut lief, waren viele Leute hinter dir und wenn es schlecht lief, waren sie nicht alle hinter dir. Aber mir kam es halt jetzt in den letzten 5 Jahren so vor, dass sie, egal wie es lief, dennoch hinter uns standen. Natürlich immer, wenn es besser läuft, immer ein paar mehr Leute. Aber so im Generellen, würde ich sagen, ist das, was uns nochmal so in den letzten 5 Jahren besonders gemacht hat, so diese Verbindung mit unseren Fans. Dazu noch hinzufügen jetzt, wenn man darüber nachdenkt, jetzt haben wir auch einen eigenen Fanclub. Das ist so ein bisschen surreal, darüber nachzudenken, dass wirklich sehr, sehr viele Leute auf... Ja, das hatten wir auch noch gar nicht so auf dem Schirm, so diese Möglichkeit, ja. Sogar vor 5 Jahren, wenn man so das darüber überlegt. Gar nicht auf dem Schirm, so das hätte ich auch nicht so, also nicht in der Art, wie cool die sind, hätte ich das nie für möglich gehalten. Ja, geht mir genauso. Ja, ich denke mal, die größte Herausforderung für mich persönlich als Spieler, aber auch als Team, ist natürlich die Konstanz reinzubringen, dass gewisse Leute nicht den Glauben verlieren und natürlich auch die Spieler selber in dem Team halt nicht den Glauben verlieren. Aber ich denke, wir haben die perfekten Leute dafür, dass eigentlich dieses Feuer nie erlöscht wird, dass die Leute immer daran glauben können, dass wir alles geben und immer wirklich versuchen, natürlich auch Turniere zu gewinnen oder halt mit oben mit anzuspielen. Wir hatten natürlich sehr viele Tiefen, aber wir hatten auch sehr, sehr wunderschöne Höhen, wo man sagen kann, wir gucken da sehr, sehr gerne noch darauf zurück. Zum Beispiel Köln ist halt so ein Erlebnis. Natürlich auch 2019 war so ein Jahr, wo wir sehr, sehr tief waren und wir daraus rausgekämpft haben und dann 2020 auch wieder mal ein sehr, sehr gutes Jahr haben, wo wir Top 1 erreicht haben, auch in der Online-Szene natürlich. Aber ich bin darauf natürlich sehr, sehr stolz, dass wir sowas mal erreicht haben, auch mit dem Team, mit der Organisation, weil die Leute hinter uns, die man gar nicht in der Kamera sieht, die haben das natürlich umso mehr verdient, dass wir ein Team haben, die auch daran glauben, halt wirklich Erfolge zu erzielen und auch Turniere zu gewinnen, in Arenen zu spielen und auch dieses Erlebnis halt mal, wenn man halt mal in Köln zum Beispiel da war, dass die Fans auf einen zukommen und wirklich auch diesen direkten Kontakt suchen und das ist was Einmaliges und die größte Herausforderung für mich persönlich war, sowas halt aufzubauen, dass wirklich die Leute
mitfiebern können und genau das halt wieder leben können, was wir als Spieler wieder leben. Und ja, die ganzen Höhen und Tiefen, die haben uns natürlich zu dem gemacht, was wir jetzt zurzeit sind. Wir können sehr stolz darauf sein, was wir jetzt alles hier erreicht haben. Natürlich können viele sagen, wir hätten noch mehr erreichen können, wir hatten noch ein bisschen weniger. Vielleicht machen welche Auge, aber es ist halt immer so in der Szene. Aber ich bin sehr, sehr stolz darauf, was wir beide oder generell die Leute in der Organisation Big wirklich hier auf die Beine gestellt haben. Und mit ganz großer Liebe natürlich ganz an alle Leute, die uns unterstützen, an alle Leute, die hier mit uns arbeiten. Das ist etwas Einmaliges und bin ich sehr, sehr dankbar für, dass wir sowas erreicht haben. Und natürlich als Organisation, wir sind jetzt nicht nur in Counter-Strike ziemlich gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Jetzt dank natürlich, dass wir Fatih hatten, der ein Mastermind in sehr vielen Spielen ist, abgesehen natürlich von Counter-Strike und Valorant, auch in Dota 2. Im Valorant, was er auf die Beine gestellt hat, dass er genau das Gleiche eigentlich wie in CS auf die Beine gestellt hat, mit einer Szene, die kontinuierlich einfach da ist, relevant in einem Bereich ist, in einem, wo wir noch nie relevant gewesen sind, in einem komplett neuen Spiel das zu schaffen, das ist natürlich auch, muss man auf jeden Fall den Hut abziehen, weil das kann nicht jeder und das wissen wir auch wertzuschätzen. Und ja, ich bin einfach nur sehr, sehr glücklich und stolz darüber, wie der ganze Werdegang von uns ist und bin sehr gespannt, wie wir noch so in 5 oder 10 Jahren noch darüber dann eventuell nochmal hier sitzen und dann nochmal drüber sprechen. Wo ich die größten Herausforderungen gesehen hatte, war, dass wird das von der Szene angenommen. Das wurde relativ schnell beantwortet. Also diese Idee, diese eine deutsche Hoffnung erschaffen, wo die Leute wirklich dahinter stehen können und mit unserer Philosophie sozusagen ist ihnen nicht nur vorgaukeln, sondern dass es halt wirklich authentisch angenommen wird. Das wurde relativ schnell beantwortet mit einem Ja. Also sofort 2017 haben wir so viel Support bekommen. Das war, denke ich, eine sehr große Herausforderung, organisatorisch. Spielerisch natürlich immer eine Herausforderung, dass man jedes Jahr versucht, sich nochmal zu steigern. Vielleicht, okay, dieses Jahr lief nicht so gut. Und ja, wie Johannes schon gesagt hat, mit den Leuten im Hintergrund dann die richtigen Entscheidungen getroffen, um aus einem schlechten Jahr das beste Jahr, würde ich sagen, zu machen, mit den Wechseln und mit allen Leuten, die dahinter stehen. Also solche Herausforderungen hatten wir und ich denke, wir haben die ganz gut gemeistert. Unter anderem auch durch die Loyalität der Fans, würde ich sagen, die auch im schwierigen Jahr hinter uns standen und ja, dann noch schönere Momente hoffentlich auf uns zukommen. Die nächsten 5 Jahre, also eigentlich will ich genau so weitermachen, was wir bis jetzt machen. Ich will irgendwie nicht Big abgeben oder sowas, sondern ich will einfach mit den Leuten, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und vielleicht wahrscheinlich noch mehr Leute, aber halt der Kern ist mir besonders wichtig, eine sehr weitere erfolgreiches Jahre haben. Und mein persönliches Ziel ist, Köln zu gewinnen. Irgendwann in den nächsten 5 Jahren würde ich auf jeden Fall heute unterschreiben, wenn das gehen würde. Und ja, einfach unseren Fanclub weiter supporten und eigentlich genauso weitermachen, wie wir es jetzt machen, weil ich finde, das, was wir jetzt machen, ist einfach, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich möchte weiter Coach sein, ich möchte weiter competen in den Turnieren und organisatorisch würde ich gerne, dass wir noch weiter wachsen und noch schönere Momente mit den Fans erleben. Ja, für mich persönlich gesehen natürlich als Spieler, da du mein Trainer bist, denke ich, verfolgen wir die gleichen Ziele. Natürlich eines der größten Wünsche oder Ziele ist ja völlig klar, Köln zu gewinnen. Also im Jahr 2018 da im Finale zu stehen und das alles mitzuerleben, wie die Leute da auf uns reagiert und zugekommen sind, das war natürlich einmalig so und das versuchen wir natürlich nochmal so besser zu machen, das nochmal so ein i-Tüpfelchen drauf zu machen. Aber für mich als Spieler natürlich auch gesehen, möchte ich natürlich auch mal ein Major gewinnen, das ist völlig klar. Und ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass ich das in dieser Organisation mit den richtigen Leuten an meiner Seite hinbekommen werde. Natürlich ist das völlig klar, dass sowieso, was du angesprochen hast, so als Organisation so wachsen, dass wir vielleicht mal auch, was auch immer, also ich sag mal, komplette Fußballstadien irgendwann mal füllen werden mit Fußballclubs ähnlich, dass unser Fanclub auch noch stetig wächst und wir immer mehr Leute an unserer Seite haben, die den gleichen Weg verfolgen und
einfach mit dieser Passion und genauso wie, ich sag mal, Fußballfans am Samstagabend auf der Couch sitzen und jetzt ein Spiel gucken, dass es genauso als irgendwann mal Normalität wird, dass die Leute dann vielleicht vor Twitch oder wo auch immer das dann übertragen wird, genauso das empfinden, wie die das auch bei anderen Sachen empfinden, dass es halt normal angesehen wird und dass die Leute dann auch, ich sag mal, über ihren eigenen Schatten springen und vor allem auch in der deutschen Mentalität, würde ich sagen, ist das so, dass man eher zurückhaltender ist, anstatt halt ein bisschen zuvorkommend ist. Und wir sind auf jeden Fall auf einem sehr, sehr großen, guten Weg. Ich merke das immer wieder, dass die Leute auf uns zukommen und sich nicht schämen dafür, unsere Fans zu sein. Und das ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute das auch repräsentieren, was wir auch repräsentieren. Und ich hoffe, dass in 5 Jahren einer unserer größten Wünsche natürlich in Erfüllung gehen, ist dafür natürlich Cologne zu gewinnen und dass uns, der Organisation, den Leuten hinter unserer Organisation, den Fans da draußen das wiedergeben können, was uns und denen natürlich am wichtigsten ist, ein Turnier in der Heimat zu gewinnen. Ohne euch wäre Big nicht das, was es jetzt ist. Ich wollte einfach nur Danke sagen und nicht nur auf die weiteren 5 Jahre, hoffentlich auf die weiteren 15, 20, dass wir einfach eine schöne Zeit zusammen haben, Leute, und ja, noch mehr erreichen, als wir schon geschafft haben. Danke ist auf jeden Fall das richtige Wort und Liebe geht raus an euch alle da draußen, an unsere Leute hier drin und auf viele weitere Jahre.